Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornab. Wir schauen uns jetzt das Player-Speed-Skript an, Version 1.0, kommt von TurboStar, gibt weil Skript logischerweise nur für PC und Mac. So wird der eine oder andere sagen, ja, gibt's doch schon, und so. Aber ja, das Player-Speed gibt es an sich schon, von 3 Millionen unterschiedlichen Leuten, davon mal abgesehen. Das Player-Speed hier aber von TurboStar macht ein bisschen was anderes, wenn auch nur minimal. Und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen gerade, der entweder gerne Videos macht oder irgendwelche Kamerafahrten etc. pp. Relativ nützlich sein. Deswegen habe ich mir gedacht, wir stellen es mal vor. Wenn ihr das Ganze aktiviert, müsst ihr das F1-Menü aufmachen und dann seht ihr jetzt hier zwei neue Kombinationen, die da mit drin stehen. Und zwar einmal die Taste B und einmal die Taste V für Player Speed. Wenn wir einmal ins Menü hier mit reingehen und dann in die Tastatureinstellung und wir scrollen mal nach ganz nach unten, seht ihr auch hier den extra Eintrag Player Speed und dann seht ihr, ihr könnt das Ganze auch ändern bzw. umbelegen, wo ihr es halt haben wollt. Der große Unterschied im Vergleich zu anderen Player Speed Skripten, die es bis jetzt gibt, ist, dass ihr das Ganze hoch und runter schalten könnt und das Ganze etwas verfeinert ist. Wir haben hier Geschwindigkeit von 0,2 Prozent bis 20%, beziehungsweise bis x20, also mal 0,02, ne, und so weiter und so fort. Prinzipiell sind wir jetzt hier, Player Speed steht in der normale Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt die Taste B drücke, komme ich jetzt einmal auf mal 3. Drücke ich sie nochmal, komme ich auf mal 8, komme ich nochmal auf mal 15 und nochmal auf mal 20. Ne? Soweit so klar. Mit der Taste V standardgemäß können wir das Ganze wieder senken. Nun können wir auch ins Negative bzw. ins Langsamere reingehen, auf 0,7. Dann seht ihr, wird das Ganze langsamer, auf 0,5 und auf 0,2. Ne? Soweit so klar. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den Flugmodus anmache, ja, hopp, sehr schön. Mach den Flugmodus hier an, macht das Ganze halt hier ein bisschen langsamer über die Kombination an sich selber. So, auf 0,2. Und dann seht ihr, kann man damit auch abseits vom Controller, aber natürlich auch mit Controller, bessere, schönere Kamerafahrten machen, weil es halt nochmal einen Tick langsamer ist, ne? Je nachdem, wie man das Ganze hier halt handhaben will. Und es ist halt der Vorteil, ihr könnt es mit zwei Tasten nach oben und nach unten schrauben. Bei manchen ist es ja das, was ich benutzt habe, ne? Habe ich Steuerung 1, 2, 3, da konnte ich zwischen Standard mal 7 und mal 20 irgendwie so hin und her schalten. Hier ist es halt nochmal einfacher, ne? Simple Erklärung dafür. Vielleicht ist das für den einen oder anderen besser geeignet wie die anderen, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es so. Falls ja, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Logge sauber, muss ich euch in dem Falle nichts erzählen. 11 Kilobyte geht natürlich im Multiplayer, auch im Dedicated Multiplayer, ne, da gibt es gar keine Probleme. Nun, ich bedanke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Heute wird so ein bisschen Skripttag werden, das schon mal vorweg. Und ja, dann sehen wir uns. Bis dann, Alter. Tschüssikowski. Tschüss.